Tony Robbins ist einer der besten Erfolgstrainer aller Zeiten. Er hat unzählige Bestseller und Videokurse im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung veröffentlicht und hat damit Millionen von Menschen zu einem besseren Leben verholfen. Sein Vermögen übersteigt eine halbe Milliarde US-Dollar. Hier sind 6 Erfolgsregeln von Tony Robbins. Die wichtigste Sache, die dein Leben verändern wird. Die einzige Sache, die dein Leben, dein Geschäft, deine Finanzen, deine Beziehungen verändern wird, ist, wenn du deine Standards erhöhst. Und ich weiß, das klingt langweilig, dumm, einfach, aber es ist die Wahrheit. Die einzige Sache, die unser Leben nachhaltig verändert, ist, wenn wir unsere Standards erhöhen. Aber was soll das überhaupt heißen? Das klingt so langweilig und dumm. Es bedeutet, wir alle haben im Leben eine Liste an Dingen, die wir haben wollen. Wir bekommen aber nicht, was wir haben wollen. Wir bekommen, was wir haben müssen. Erinnert euch, was ich vorhin gesagt habe. Wir alle bekommen das, was wir tolerieren. Bei uns selbst und bei anderen. Aber wenn du etwas nicht mehr in deinem Leben tolerierst, das ist der Punkt, an dem sich dein Leben ändert. Der Unterschied zwischen Menschen sind ihre Standards. Punkt. Der Unterschied zwischen Menschen sind ihre Standards. Punkt. Und was meine ich mit Standards? Jeder auf der Welt hat eine Liste an Dingen, die er tun sollte. Ich sollte abnehmen. Ich sollte trainieren. Ich sollte mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ich sollte härter arbeiten. Ich sollte mehr Anrufe machen. Ich sollte. Aber weißt du was? Menschen machen nicht das, was sie sollen. Und dann werden sie wütend auf sich selbst. Und sie machen sich selbst deswegen fertig. Was Menschen verändert, ist, wenn ihr Sollte zu einem Muss wird. Wenn plötzlich die Sache, die passieren sollte, passieren muss. Das ist der Punkt, an dem sich Menschen ändern. Wenn du die Insel erobern willst, dann verbrenn die Schiffe. Dann gibt es keinen Weg zurück. Es ist beeindruckend, was passiert, wenn es ein Muss ist, etwas zu tun. Das lässt Menschen erfolgreich werden. Leb immer mit einer positiven Einstellung. Auch wenn es gerade nicht gut läuft, auch wenn andere deine Pläne durchkreuzen, selbst wenn du mit deiner größten Angst konfrontiert wirst. Ich helfe, wo ich kann, damit Menschen nicht mehr leiden. Aber ich kann das nicht kontrollieren. Nur du kannst das. Es gibt Menschen, die ihre Arme verloren haben oder ihr Augenlicht. Es gibt Menschen, die die entsetzlichsten Dinge erleben mussten, die aber trotzdem einen Weg gefunden haben, um glücklich zu sein. Sie haben entschieden, dass das Leben zu kurz ist zum Leiden. Ich habe in den letzten Jahren mit hunderten Menschen gesprochen, aber es waren ein paar Dutzend, die meine Seele berührt haben und mir die Augen geöffnet haben. Ich kann es ändern. Ich habe mich nur an die Idee gewöhnt, dass unsere natürliche Programmierung, die permanent läuft und uns leiden lässt, dass das normal wäre. Aber das ist nur, was mein Verstand tut und schon immer getan hat. Aber ich kann etwas anderes machen. Der Weg, mit dem ich mich dem Leiden entziehe, ist folgender. Ich habe eine 90-Sekunden-Regel. Sie ist wirklich einfach. Wenn ich mich gestresst fühle, wenn ich mich verärgert oder beleidigt fühle oder mir Sorgen mache, dann mache ich mir klar, dass es dadurch nicht besser wird und das Leben ist zu kurz zum Leiden. Dann atme ich langsam. Und dann sehe ich zu, wie der Gedanke weiterzieht. Wir alle haben verrückte Gedanken. Wir denken manchmal, oh, ich bringe ihn um. Machen wir natürlich nicht, weil wir nicht wirklich dran glauben. Es sind die belastenden Gedanken, an die du glaubst, die dein Leben kaputt machen. Wenn du sie aber hinterfragst, dann unterbrichst du das Muster. Dinge werden dich niemals glücklich machen. Es ist ganz egal, was du bekommst. Egal ob Geld oder Möglichkeiten. Diese Sachen werden dich nur für kurze Zeit stimulieren. Sogar eine Beziehung, wie schön sie auch sein mag, wird nur eine Zeit lang aufregend sein. Aber wenn du nicht weiter wächst, dann wird auch die Beziehung bald nicht mehr so aufregend sein. Also das Geheimnis, um glücklich zu sein, ist Weiterentwicklung. Weiterentwicklung macht glücklich. Wenn wir uns konstant weiterentwickeln, fühlen wir uns lebendig. Deshalb haben wir am Anfang des Jahres immer dieses Gefühl des Neuanfangs. Ich kann das tun, was ich wirklich will. Ich kann lernen. Ich kann wachsen. Ich kann mich verbessern. Ich kann mich verändern. Oder noch besser als verändern, ich kann mich weiterentwickeln. Leute sagen immer, ich arbeite an Veränderungen. Mach dir da mal keine Umstände. Du brauchst nicht an Veränderung arbeiten. Veränderung passiert automatisch. Dein Körper wird sich verändern, ob du es willst oder nicht. Egal wie hart du dran arbeitest, er wird sich verändern.
Auch die Wirtschaft verändert sich. Das Wetter verändert sich. Beziehungen werden sich verändern. Alles im Leben verändert sich ständig. Also arbeite nicht an Veränderung. Veränderung passiert automatisch, aber Weiterentwicklung nicht. Also wenn du echte Fortschritte machen willst, dann musst du dein Leben aus einer anderen Richtung betrachten. Du musst sagen, ich übernehme die Verantwortung für meine Entwicklung und hoffe nicht nur darauf, dass es gut geht. Niederlagen sind Bestandteil des Lebens. Der Unterschied ist, dass ich Niederlagen als kleine Hürde zum Erfolg ansehe. Ich weiß, dass ich auch scheitern werde, aber es ist kein Versagen, wenn du etwas daraus lernst. Oh Gott, ich habe so viele Fehler gemacht und so viel vermasselt. Aber jedes Mal, wenn mir das passiert ist, habe ich es als Weg genutzt, um anderen zu zeigen, was notwendig ist, um erfolgreich zu werden. Ich glaube, ich kann Menschen beeinflussen, weil ich eben auch über meine Niederlagen spreche und über die Dinge, die mich fertig gemacht haben. Aber ich zeige den Leuten damit, dass mich das nicht aufgehalten hat und dass es dich auch nicht aufhalten wird. Die Dinge, für die wir am härtesten arbeiten, sind dann auch die Dinge, die wir am meisten wertschätzen. Ich denke, der Sinn eines Zieles ist es gar nicht, es zu erreichen, sondern die Person, die du auf dem Weg dorthin wirst. Das entscheidet dann, ob du glücklich wirst oder nicht. Also such nicht nach den leichten Wegen. Die meisten Menschen haben einen festen Glauben bezüglich ihres Potenzials, unabhängig, was man ihnen sagt. Das beeinflusst ihre Handlungen. Das beeinflusst ihre Resultate. Und das bestärkt dann wiederum ihren Glauben. Was dann passiert ist, dass wenn du glaubst, dass du nur wenig Potenzial hast, wie intensiv wirst du dann an deinen Zielen arbeiten? Gar nicht oder nur wenig. Und wenn du dann kaum daran arbeitest, was für Ergebnisse wirst du bekommen? Natürlich schlechte Ergebnisse. Wie wirkt sich das dann auf deinen Glauben aus? Siehst du, habe ich ja gesagt, dass das Zeitverschwendung ist. Dadurch hast du noch weniger Potenzial, kommst noch weniger ins Handeln, bekommst noch schlechtere Ergebnisse und dein Glaube wird immer schwächer. Dieser Kreis dreht sich dann immer weiter, bis du in einer Abwärtsspirale endest. Wenn du dich aber in einen Zustand von Sicherheit versetzt, dass es funktionieren wird, dass du einen Weg findest und wenn es keinen Weg gibt, dann erschaffst du einen, dann hast du plötzlich viel mehr Potenzial. Wenn du an etwas glaubst und dann massiv daran arbeitest, kriegst du auch großartige Resultate. Und dein Hirn sagt, siehst du, ich hab dir ja gesagt, du bist ein Hengst. Jetzt bist du noch stärker, hast mehr Potenzial, gibst noch mehr Gas, noch bessere Ergebnisse. So hast du es geschafft, von $300 pro Woche zu 2.500 in 5 Tagen, zu 100.000 im Monat, zu 1 Million an einem einzigen Tag. Damit baust du massives Momentum auf. Es gibt für dich noch ein höheres Level. Der einzige Grund, warum du es nicht siehst, ist, weil du dich so erschöpft fühlst auf dem Level, wo du gerade stehst. Das Leben testet dich gerade, denn es gibt für dich noch ein höheres Level. Es ist ein Riesensprung von schlecht auf gut und ein Riesensprung von gut auf exzellent. Aber es gibt noch ein Level, wo all deine Träume Realität sind. Es gibt das Level, von dem du immer geträumt hast. Es ist real und es wird auch nicht verschwinden. Aber es braucht noch die extra Anstrengung, wenn du schon glaubst, dass nichts mehr geht. Es gibt keinen Weg. Du hast alles schon hunderte Male probiert, aber du machst trotzdem weiter. Als ob eine höhere Macht sagt, wenn ich sehe, wie du immer weiter auf diese Wand einschlägst und nicht aufgibst mit einem hohen Maß an Entschlossenheit, Glaube und Mut, dann öffnet sich die Tür und du kommst auf das nächste Level. Was die meisten nicht wissen ist, dass das nächste Level nur 2 Millimeter entfernt ist. Und es wird außerordentlich genannt, meine Damen und Herren, außerordentlich. Außerordentlich, unglaublich, unaufhaltsam, überwältigend. Mehr als nur exzellent. Es ist noch ein anderes Level. Ein Level, wo du nicht einer der Besten bist. Du bist der Beste. Und weißt du, was faszinierend ist daran? Du musst nur 2 Millimeter weiter sein als alle anderen. Und du kannst alles haben. Die Freude, das Lachen, die Leidenschaft, die Freiheit, das Geld, es ist alles da. Und es ist nur 2 Millimeter entfernt und so viele exzellente Menschen geben auf, weil sie erschöpft sind. Aber andere sagen, je härter und öfter ich zuschlage, irgendwann bin ich durch, ich gebe nicht auf. Und wenn du das lang genug machst, eröffnet sich dir alles. Wenn du lernen willst, dieses Wissen von Tony Robbins auch in der Praxis umzusetzen und dir dadurch Schritt für Schritt ein außerordentliches Leben aufzubauen, dann hol dir jetzt meinen gratis Videokurs, in dem ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du massiv ins Handeln kommst und dadurch dein gesamtes Potenzial entfaltest. Klick jetzt auf die Infocard oder in die Videobeschreibung und hol dir den kostenlosen Kurs.